Brüderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogürchen, Popöchen. Wir sind wieder am Start. Jetzt geht's wieder los. Und ich klicke doch schon dreimal, damit wir direkt loslegen können. Tja, was hat Drogo uns noch zu erzählen, ha? Was ist los mit dem Mädchen, was verschwunden ist? Ich habe kurzfristig ihren Namen vergessen. Mary Sue. So sollte es, glaube ich, gehen. Ach ja, mit Nikolai, der versucht uns ja tröstende Worte zu spenden und wollte wohl wieder in unseren Kopf lesen, was wir ihnen denn verboten haben. Los geht's. Nein. Das beweist alles sehr gut, dass das Risiko geringer ist, wenn ihr nicht zusammen seid. Und ehrlich sein, sich verteidigen. Warum ist das verboten? Sahnetrufelchen, solange du noch eine Anfängerin im Zauberen bist, ist es besser, wenn ihr keinen Kontakt habt. Das ist zu gefährlich. Das ist ungerecht. Es war nur meine Schuld. Versuche nicht, ihn zu decken. Er ist mein Bruder. Ich weiß genau, wozu er in der Lage ist. Volltreffer. Wenn du so handelst, dann machst du mich unglücklich. Hier kenne ich nur Sarah und euch. Jetzt reden Sarah und ich nicht mehr mit mir. Nicht mehr mit mir. Ich darf keine Zeit mehr mit Drogo verbringen und ich rede noch nicht mal von den schlechten Stimmungen zwischen dir und mir. Mein Umfeld löst sich in Luft auf. Und deswegen bist du so schlecht drauf? Jetzt verstehe ich das. Sich beschweren. Es ist nicht leicht, in einer neuen Stadt bei Null anzufangen. Und ich bin eh niemanden, der ständig von Leuten umgeben ist. Ich bin eher immer der Sündenbock. Nikolai nimmt meine Hand und tröstet mich. Du sollst dir nicht so viele Gedanken machen. Ich bin mir sicher, dass sich Sarah in den nächsten Tagen wieder beruhigen wird. Und wenn ich keine Lust mehr auf sie habe, sie macht euch die ganze Zeit für alle schlechten Dinge verantwortlich. Davon musst du Abstand gewinnen. Wenn du willst, dass sie dich akzeptiert, dann musst du das Gleiche mit ihr tun. Ihr Hass auf uns gehört zu ihr. Das musst du hinnehmen. Sicher. Aber das ist auf der Dauer anstrengend. Gib mir zu verstehen, dass du mit ihr nicht mehr über dieses Thema sprechen willst. Da jede von euch beiden auf ihren Standpunkt besteht, ist es besser, über andere Dinge zu sprechen. Ihr wisst genau, woran ihr seid. Versteift euch nicht noch weiter da rein, dann werdet ihr immer streiten. Ich bin frustriert und ja, und somit ist es eben halt so, dass ich mal Sarah wirklich nicht mehr über die verschwundene Babysitterin reden kann. Weil, wenn wir darüber nicht mehr reden sollen, das ist Nikolais Tipp, dann schafft es natürlich, dass dieses Kindermädchen komplett aus den Gedanken von uns verschwindet. Oder beziehungsweise wir nicht ermitteln können. Aber ich weiß, dass er recht hat. Du hast recht. Er lächelte zum ersten Mal seit dem Unfall, habe ich das Gefühl, dass wir uns wieder besser verstehen. Auch wenn er mir immer noch verbietet, mit Drogo zu sehen, sind wir wieder auf einer Wellenlänge. In Wahrheit waren wir es schon immer. Es ist meine Leidenschaft für Drogo, die mich anders werden lässt. Nikolai, der Unfall tut mir wirklich leid, wirklich. Jetzt sprechen wir nicht mehr darüber. Es ist vorbei. Ich weiß, dass du dich um alles gekümmert hast. Es hätte schlimm enden können, wenn du nicht da gewesen wärst. Danke also. Das ist meine Aufgabe, Sahnetrufelchen. Ich bin hier, um euch zu beschützen. Ich umarme ihn ganz spontan, drücke ihn an mich und zeige ihm meine Dankbarkeit und Zuneigung. Er ist zuerst überrascht von so viel Zuneigung. Dann spüre ich, wie er sich entspannt. Auch ein Vampir kann ein bisschen menschliche Wärme nicht schaden. Und dann außerdem will ich, dass er weiß, dass er mir auch am Herzen liegt. Ich weiß, dass er mich beschützen will. Die drei Bartoli-Brüder haben ganz klar mein Herz erobert, jeder auf seine Art und Weise. Nikolai scheint von meiner plötzlichen Umarmung gerührt zu sein. Er hält mich für einen Moment lang fest, dann rückt er wieder weg. Schön zu sehen, dass du mich nicht mehr als deinen Feind betrachtest. Ich habe dich nie als meinen Feind betrachtet. Ich bin nur böse auf dich, weil ich Drogo nicht sehen darf. Es ist besser so. Ihr habt viel Zeit miteinander verbracht. Und noch mehr. Ich versuche nicht zu weinen. Findest du es also besser, mich wie eine Verbrecherin auszuschotten? Du bringst alles durcheinander. Das hat nichts damit zu tun.
Warum denn dann? Ich habe genau gesehen, wie er dich ansieht. Am Anfang habe ich nicht so viel Beachtung geschenkt. Du bist sehr hübsch. Drogo hat das Recht, dich in aller Ruhe zu bewundern. Sein Kompliment gefällt mir. Hat er also nicht das Recht, mich zu verführen? Was? Nein. Du bist ein Mensch. Ein Vampir kann nicht ohne Risiko mit einem Menschen zusammen sein. Klar, wegen Essen und so. Und eine Zauberin. Ich bin kein kleines, zerbrechliches Ding. Sahnetrüffchen. Deine Zauberkräfte können dich für einige Zeit beschützen. Aber glaub mir, Drogo bleibt ein impulsiver Vampir und ist unkontrollierbar. Lass die Finger von ihm, bevor du dir wehtust. Ist das auch für Mia Cooper passiert? Nikolas Blick verfinstert sich plötzlich. Ich habe einen wunden Punkt getroffen. Natürlich habe ich schon ein bisschen damit gerechnet, aber ich bleibe bei meinem Standpunkt. Jemand muss mir endlich erklären, was wirklich passiert ist. Folge bitte meinen Rat und höre auf, in der Sache herumzuschnuffeln. Das wird dir nicht gut tun. Ich halte ihn entgegen. Und wenn ich ablehne? Dann kann ich nichts mehr für dich tun. Das hört sich sehr, sehr böse an. Komm, wir machen mal schnell einen Screenshot von den hier Dingens. Wie heißt der Typ? Nikolai. Ich spüre eine unterschwellige Gefahr und bekomme vor lauter Furcht Gänsehaut. Wenn du das mir erklären würdest, müsste ich nicht mehr daran rumrühren. Okay, wir müssen gucken, dass wir... guck mal, trotzdem so lang, ne, die Folge heute. Können wir keine Minigames mehr machen? Oh, hallo. So, Minispielen. Ach, hab ich? Ich hab gar nicht gespielt. Was ist denn hier? Egal. Kinderchen, das ist spannend. Ist es eine Drohung? Eine Warnung? Eine Drohung? Was meint ihr? Droht er uns oder warnt er uns? Auf einmal ist alles so mysteriös. Nun, meine Mäuse, vielen Dank fürs Reinschalten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal und tschüss.